hier gerinnt die Zeit zu Holz. Hier wird der Sommer zum Jahrring. Hier wird Lebenszeit im Baum fassbar. Bäume, sie greifen hoch in den Himmel, aber mit ihren Wurzeln auch tief in die Erde. So erhalten sie die Geschichte. In den Wäldern leben die Zeugnisse vergangener Jahrhunderte und Jahrtausende weiter. Der Wald bewahrt Grabhügel aus der Bronzezeit, keltische Viereckschanzen, den Limes der Römer, Reste alter Burgen aus dem Mittelalter, aber auch Martal und uralte Grenzsteine. Über viele Baumgenerationen hinweg schützt der Wald einzigartige Kulturgüter dauerhaft und in ihrer einmaligen Vielfalt, so wie hier im Naturpark Augsburg-Westliche Wälder unweit des idyllischen Marktes Welden. Der Verein für Nachhaltigkeit e.V. mit Sitz im oberbayerischen Freising bringt sie zusammen. Schüler einer vierten Klasse aus Welden mit einer keltischen Viereckschanze inmitten alter, ehrwürdiger Wälder. Der erste Bürgermeister Peter Bergmeier, Vertreter der Gemeinschaft der Waldbesitzer, die Initiatoren des Projekts sowie die Schüler mit ihrer Klassenlehrerin tauchen an diesem sonnigen Oktobertag tief in die Geschichte ein. Und das mit sportlichem Ehrgeiz. Bodendenkmale im Wald sind ein kostbares Erbe. Sie zu bewahren, unsere Aufgabe. Wenn wir dafür Sorge tragen, dass unsere Kinder diese Denkmäler kennen und schätzen lernen, dann werden sie die Zeugnisse der Vergangenheit auch schützen, wenn sie selbst einmal erwachsen sind. Der erste Kontakt mit großen Schritten. Wir gehen von dieser Ecke hier, die Keltenschanze, bis ganz hinter, bis zur nächsten Ecke. Und wenn wir ganz hinten sind, dann frage ich euch, wie viele Schritte ihr gezählt habt. Aufgewachsen in inniger Beziehung zu Natur und Kultur, um später Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen. Das ist gelebte Nachhaltigkeit. Wir sind ja der Verein für Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist nicht auf dem Papier. Und Nachhaltigkeit ist kein Prinzip, sondern Nachhaltigkeit ist im Herzen der Menschen, ist im Bewusstsein. Es ist Arbeiten mit Hirn, Herz und Hand. Und nicht zu vergessen, auch mit den Füßen. Die Kinder gehen auf einem keltischen Wall und spazieren spielerisch in eine Epoche hinein, die über 2000 Jahre zurückliegt. Keltenschanzen waren herausgehobene Siedlungsplätze von Häuptlingen oder Fürsten. Die Kelten versammelten sich hier, feierten Feste und pflegten Rituale. Die vielen einfachen Kelten wohnten um die Schanzanlage herum. Ja, und was habt ihr denn geschätzt? 3,50. Theresa. 3,50 Meter. 3,50 Meter habt ihr geschätzt. Also so ungefähr 2, an manchen Stellen 2, an anderen fast schon 4 Meter, ja? Zusammenbringen, was zusammengehört. Kultur und Natur. Das ist das Hauptanliegen der Initiatoren. Unser großes Anliegen ist es, dass wir Kindern und auch Jugendlichen die Möglichkeit geben wollen, Kontakt zur Natur aufzunehmen und zu ihrem gesamten gesellschaftlichen und natürlichen Umfeld. Und das war heute eine schöne Möglichkeit. Dieser Projekttag ist für die Schüler möglich geworden, weil alle Beteiligten an einem Strang zogen. Der Verein für Nachhaltigkeit, die Waldwerkstatt e.V., die Gemeinschaft der Waldbesitzer und der zuständige Revierleiter. Also ich denke, es war heute ein sehr gutes Beispiel für Nachhaltigkeit. Ein Bauwerk, was vor 2000 Jahren geschaffen worden ist, von Menschen, die auch hier gewohnt haben. Und die Leute, die jetzt aktuell hier wohnen, pflegen das, möchten es behüten. Also wegen Nachhaltigkeit geht es ja gar nicht. Für Nachhaltigkeit standen in gewisser Weise auch die keltischen Druiden. Alles Wissen haben die Druiden gesagt. Und die Druiden haben gesagt, wenn man das Wissen aufschreibt, wir wollen das nicht, dann entzieht man dem Wissen die Kraft. Die Sichel der Druiden lebt weiter in der Form des heutigen Bischofsstabs. Von den Römern haben wir unser Alphabet und Hosen, tja, die hatten die Kelten auch schon an. Geschichte macht deutlich, dass alles aufeinander aufbaut. Geschichte ist die Tür zur eigenen Vergangenheit.
Ich werde versuchen, die Kinder also für die Heimatgeschichte einfach ein bisschen zu sensibilisieren und dass wir die Orte, die hier in Weiden sind, auch besuchen werden. Und wir wollen so ein kleines Büchle anlegen von Geschichte Weidens, wo das dann einfach eingebunden wird und dass jeder das auch mit nach Hause nehmen kann dann. Eine spannende Schatzsuche. Sie bringt allerlei uraltes keltisches Wissen ans Tageslicht. So viel Wissen macht natürlich hungrig. Zeit für eine Pause. Das lässt sich der Hund nicht zweimal sagen. Diese Kostbarkeit aus keltischen Tagen, sie macht auch den Waldbesitzern deutlich, dass ein Wald viel mehr ist als nur ein wirtschaftlich genutztes Areal. Was mich sehr imponiert hat, dass ihr praktisch die Schule mit eingebunden habt, also die Kinder. Das ist also unser Baustein für die Zukunft. Das, muss ich sagen, ist für mich ganz wichtig. Und das schon im kleinen Alter. Ich finde das eigentlich wirklich eine ganz lohnenswerte Aktion, die heute also da stattgefunden hat. Den Wald fühlen, ihn spüren und riechen. Ein völlig neues Erlebnis. Die Sinne schärfen für mehr Sensibilität. Ist da eine einzige Tanne? Nein. Ist da eine einzige Buche? Nein. Ist da eine einzige Eiche? Nein. So, jetzt haben wir gehört, wenn ein großer Wind kommt, dann fallen die alle um. Was passiert denn dann mit unserer Keltenschanze? Die wird zerstört. Genau, die wird zerstört. Die Zerstörung dieses Denkmals im Wald abzuwenden, dafür helfen alle tatkräftig mit. Junge Buchen, Eichen und Tannen sollen vor Wildverbiss geschützt werden, damit aus ihnen einmal kräftige und stabile Bäume werden können, die mit ihren besonders tiefen Wurzeln den Boden gut festhalten und so die Schanze viele Generationen beschützen. Ein erlebnisreicher Vormittag, der den Schülern jede Menge neuer Erfahrungen beschert. Das haben wir hingemacht, weil die Rehe essen die Knospen und dann wachsen sie nicht mehr so gut. Die Fichte, die ist nicht so stabil und die Tanne, die hat die Wurzeln halt dicker und dann ist sie auch stabiler. Und wenn wir das hinmachen, dann können sie das nicht essen, die kommen da nicht hin. Wenn die Wurzeln ganz unten sind, ganz tief, dann ist es gut, weil dann umso schwerer wird es für den Wind umzuschmeißen. Und da kann man sie auch gut sehen, weil sonst haben wir sie nicht gesehen und sind draufgetrappt. Die Kelten, die hatten Hosen an und die Römer, die hatten Röcke an. Die Kelten waren sehr groß, hatten blondes Haar und hatten blaue Augen. Die heißen Druiden. Die haben sich halt gut mit Kräutern ausgekannt und solche Sachen. Die haben halt auch, wenn jetzt jemand krank war oder so, haben die halt auch geholfen. Helfen ist ein Lebensprinzip. Wer hilft, handelt nachhaltig. Gut möglich, dass die Keltenschanze hier im Landkreis Augsburg an diesem sonnigen Oktobertag neue, junge Freunde gefunden hat. Und es soll noch mehr werden. Ja, wir hoffen natürlich, damit einen Impuls zu geben. Keltenschanzen gibt es in Bayern rund 170. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie sowas haben und dass das was sehr, sehr Besonderes ist. Es ist älter als alle Kirchen, die es in Bayern gibt. Es gibt überhaupt kein Gebäude, das so alt ist wie eine Keltenschanze. In der Landwirtschaft sind sie fast alle ganz verschwunden. Im Wald sind noch rund 170 erhalten. Und die zu bewahren für die Zukunft ist ein besonderer Auftrag für die Forstwirtschaft, für die Waldbesitzer, für die Förster, da Interesse zu erwecken bei den Menschen, dass sie eben Verantwortung übernehmen und die Herkunft zur Zukunft machen. Das ist unser Anliegen. Im Wald ist Vielfalt wichtig. Dicke und dünne Bäume, alte und junge, Nadelholz und Laubholz. So kann der Wald am besten die Fülle von Denkmalen bewahren. Der Wald ist Herkunft und Zukunft zugleich. Er ist ein Archiv unserer Geschichte und Ressource für unsere Kinder. Die Kultur im Wald erhalten, die Natur im Wald pflegen und sein Holz sanft und achtsam nutzen. Das ist Nachhaltigkeit.